Ich denke, ich räume eine Bank aus. Wie war das? Ich überlege, eine Bank auszurauben. Oh. Ich überlege, mir einen Ferrari zu kaufen. Ich wurde gerade von den Knicks angeworben. Eine gute Woche für uns alle, hm? Gute Woche. KinoCast. Los geht's. Ich hab hier mein Wasser. Los geht's. Das ist das Startsignal. Hallo und willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast Nummer 481. Und heute mal nicht Ladies First, sondern ich begrüße den Chris mal wieder in der Leitung. Hallo Chris. Halli, hallo, hallöchen. Ja, und Kate ist aber auch da. Hallo Kate. Hallo. So, heute ist die Welt wieder in Ordnung. Jetzt sind hier zwei Kerle, die hier die Filme besprechen und eine Frau. Hey. Nein, wir haben ja auch, die gute Nachricht ist, der Chris ist wieder da. Ja, es sind ja Ferien auch. Mal gucken, wie es dann in der Schulzeit wieder losgeht. Wir haben auch noch eine schlechte Nachricht. Die kommt aber dann im Laufe der Sendung. Und wir beginnen aber erstmal mit unserem normalen Filmprogramm. In der Sneak Preview lief The Limehouse Golem. Und da ich nicht war, frage ich mal in die Runde, was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Da ich wahrscheinlich der Einzige von uns bin, der das beantworten kann, weil ich auch der Einzige bin, der diesen Film gesehen hat. Achso, Kate war nicht mit. Ich dachte, Kate war auch nee, Kate war nicht es mit. Es gab Hundenotfall. Möchte ich euch jetzt direkt ins Jahr 1880 transferieren. 1893. Ich würde gerade sagen, ein paar Jahre bevor der geilste Verein der Welt ins Leben gerufen wurde, der immer noch nicht auf meine Challenge geantwortet hat. 1880 in London, und zwar im Bezirk Limehouse. Da treibt ein relativ brutaler Killer sein Unwesen und hinterlässt an den Tatorten kleine Botschaften, die ekelhafterweise mit dem Blut der Opfer geschrieben wurden oder werden, und das alles auch auf lateinischer Sprache. Und es ist ziemlich brutal, wie die Morde zustande kommen oder vollzogen werden und was da alles passiert. Also von Augen rausschaben bis was weiß ich was alles, Innereien rausholen und so Zeug. Sind also die Bürger von Limehouse überzeugt, dass der Mörder kein Mensch sein kann, sondern er muss ein sogenannter Golem sein. Für alle, die das nicht wissen, das ist aus der jüdischen Literatur und Mystik ein Viech, aus Lehm geformt und mittels Magie zum Leben erweckt. Ja, also wie es auch sei, natürlich spielt die Polizei ihre Rolle, und zwar in Form von Inspektor John Kildare, gespielt von Bill Nighy, wie auch immer. Man wird es mir verzeihen, hoffentlich. Er soll für Ruhe in der Bevölkerung sorgen und natürlich das Ganze aufklären. Es spielt sich hauptsächlich dann auch in einer Music Hall ab, das Ganze, die in Limehouse steht, also so wie so ein bisschen Kabarett-Show, wo bei seinen Ermittlungen dann eben auch rauskommt, dass da der eine große Star, Dan Leno, gespielt von Douglas Booth, wohl irgendwie vielleicht mit drin hängt, sowie die Schauspielerin Elizabeth Cree, gespielt von Olivia Cooke. Und ganz lustig wird es, als festgestellt wird, dass eben der Mann von der Elizabeth, von Lizzie, der Mann ist vergiftet worden. Und sie wird dann auch verurteilt deswegen. Und Inspektor John Kildare besucht sie dann auch im Gefängnis. Und so langsam aber sicher kommt man dahinter, dass es vielleicht doch kein mystisches Lebewesen ist, was diese Morde verübt hat. Es gibt verschiedene Verdächtige, wer es am Ende ist und warum und wieso, und das verrate ich jetzt natürlich nicht, das wäre langweilig. Aber insgesamt ist es ein relativ düsterer Film, der mich vor am Anfang wirklich Probleme gestellt hat, weil die sprechen nicht nur ein schönes British English, sondern ein richtig schönes Nuschel British English, was es extrem schwer gemacht hat, am Anfang für mich reinzukommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil waren so die ersten Dialoge, wo ich verstanden habe, und ich hing halt da so, bitte was? Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, wenn man den Bock auf den Film hat. Er hat jetzt ja ein OV, ne, muss man dazu sagen. Genau, wir hatten es in OV auch noch. Der Film ist halt, ja, er baut schon Spannung auf. Es gibt
für mich fand ich grandiose Szenen ist, weil der Inspektor Kildare findet so ein Buch in der Bibliothek, wo alles Mögliche beschrieben ist und oder auch niedergeschrieben wurde, wie die Morde passieren. Und er grast dann quasi die Verdächtigen ab, geht zu allen möglichen hin und guckt, könnte das sein, könnte das nicht sein, und liest dann immer die Stellen vor. Und dann kommt eben die Person quasi wie so in so einem Flashback oder einfach in so einer Fantasie-Dingsen. Und die sprechen dann quasi auch das, was der vorliest. Und dann verzerrt das so die Stimmen und so. Das ist sehr, sehr geil gemacht. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil halt einfach, ja, so ein bisschen unklar ist, wer alles ein Motiv haben könnte, sowas zu machen und warum, wieso, weshalb und wer mit wem. Und sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend teilweise. Also nicht übermäßig spannend, auch nicht übermäßig grandios, dass man sagen kann, oh mein Gott, das ist der Film des Jahrhunderts, sondern einfach schon ein düsteres, spannendes Stück Film. Ich fand es ganz interessant zu sehen, wie die Olivia Cooke in ihrer Rolle aufgeht, wie so für dieses zarte kleine Mauerblümchen dann doch auch gezeigt wird, wie die eigentlich mehr Selbstbewusstsein auch in dieser Musical Hall sich erarbeitet und dann auch ein eigenes Programmstück erhält und alles und so ein bisschen den Aufstieg und einfach was da auch dahinter steckt. Die Figuren sind eigentlich relativ gut gezeichnet, fand ich. Auch das ganze Ambiente ist passend. Nur halt, wie gesagt, die Story ist ein bisschen vorhersehbar ab und an und ja, durch dieses brutale Genuschel-Englisch hat es für mich ein bisschen eingebremst. Aber insgesamt eigentlich doch ganz, ganz spannend eigentlich, möchte ich sagen. Also er wird als Horror-Thriller geführt und ja, Horror fand ich jetzt nicht unbedingt. Also Horror finde ich ein bisschen übertrieben. Thriller auf jeden Fall. Und ja, mehr möchte ich, wie gesagt, eigentlich nicht verraten, weil sonst ist die ganze Spannung vollkommen hin. Okay. Klingt aber doch irgendwie interessant, ne? Aber reden die da so wie bei, was weiß ich, bei Lincoln hier in diesem Film, da haben die so, ja, möge er das machen? So. Nee, es ist halt schon mehr dieses, also dieses altertümliche englische, wie man es halt quasi jetzt nicht in den hochgeschossenen Bezirken redet, sondern halt wirklich so, wenn man halt in so ein Kabarett geht oder halt diese Unterhaltungsshows anschaut und so. Also es ist schon so ein bisschen. Also so teils. Manche reden so, manche reden so. Ja, es ist relativ spannend, wie gesagt, was das auch angeht. Also es ist jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt nicht ein Film, wo ich sagen muss, oh mein Gott, den muss man im Kino gesehen haben, wegen der Atmosphäre und allem. Ich würde sogar sagen, den kann man, der kommt jetzt am 31. August, kommt er nach Deutschland. Die 110 Minuten kann man auch in einem Herbstabend zu Hause auf der Couch verbringen, wenn es draußen so ein bisschen stürmisch ist und Wind regnet und alles und dunkel ist. Ich glaube, dann passt der Film relativ gut für solche Abende, wo man sich dann einfach so ein bisschen auch so noch mehr in dieses Szenario reinversetzt, weil, wie gesagt, er sehr, sehr duster ist eigentlich und das auch den ganzen Film überbleibt. Und da würde ich ihn eher einordnen. Also nicht unbedingt ins Kino rennen dafür. Natürlich kann man ihn anschauen. Es ist jetzt nicht der schlechteste Film, der im Kino läuft. Aber ich würde ganz ehrlich gezielt nicht in diesen Film reingehen. Aber ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Klingt nach einer guten Sneak. Wie ist es denn so angekommen? Gab es da viele, die rausgegangen sind? Oder? Nee, eigentlich nicht. Und er kommt eigentlich auch in unserer Gruppe, in der Metropolsneak Stuttgart-Gruppe auf Facebook relativ gut weg. Also es gibt einen, der ihm 3 gegeben hat. Und dann haben wir, was haben wir hier, 8 oder 14 Leute, die zwischen 7 und 8 Punkten sind. Also, ja, wie gesagt, es ist ganz, ganz cool. An sich ganz cool. Ich fand es auch ganz cool. Ich bin allerdings nicht so hundertprozentig bei 7 oder 8. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkten. Mhm. Ja, klingt ja trotzdem. Obwohl er eigentlich 7 verdient hätte. Mhm. Aber ich glaube, dass das Englisch, ich ziehe einen ab fürs Englisch. Das ist natürlich schlecht, wenn man es in der OV sieht. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt wieder ein persönliches Problem von mir gewesen, dass ich halt die erste Viertelstunde echt im Schwimmen war. Ja, ich brauche bei manchen Filmen auch erstmal ein Stück, bis ich dann so reinfinde in die Sprache, in den Sprachduktus, wenn man da auf Englisch was guckt. Aber dann geht's meistens. Na gut, ja, wenn wir den Sneak Master himself schon mal hier persönlich in der Sendung wieder mal haben, dann kannst du ja gleich mal sagen, wie der Tipp für die nächste Woche aussieht. Der Tipp für die Sneak 908 am 31.07.2017 lautet: Es ist wieder nachgewachsen, wofür Hasselhoff aber nichts kann. Mhm. Und der,
Allein, dass diesen Tipp zu erstellen, war der absolute Brüller, weil der ist auf zwei Misten gewachsen sozusagen und wir saßen zusammen dran und hatten die bescheuertsten Ideen und das war noch mit das am besten Verträgliche. Und ja, wenn man weiß, was kommt, also der Film kommt auch wieder im Originalton, worauf ich mich in dem Fall allerdings freue, weil ich glaube, das werde ich verstehen. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man weiß, was kommt, sagt man auch, okay, der Tipp an sich ist ganz witzig. Ich denke mal, das kann nur irgendwas mit Berlin und der Mauer zu tun haben, irgendwie, dass da vielleicht wieder. Deswegen habe ich getippt hier Magical Mystery, das ist irgend so ein Berlin-Film. Und Kate, hast du den Überblick, was da noch so getippt wurde? Ja, es gibt noch einen weiteren Tipp, und zwar tippte Thomas auf, das schaffen wir schon. Da geht Klingt auch nach einem deutschen Film. Ja, das ist auch ein deutscher Film. Ich habe auch schon geguckt, um was es da geht. Da werden so die hochrangigsten Politiker, also zum Beispiel Angela Merkel, Ursula von der Leyen und so, sind alle in so eine Sendung eingeladen, um eine Diskussionsrunde zu machen. Und eine arbeitslose Frau nimmt die quasi als Geiseln während dieser Show. Darum geht es in diesem Film. Das klingt doch fast wie dieses Money, wie ist das? Money ja, Monster, Money Monster. Money Monster. Alles abgeguckt hier. Ich weiß nur nicht, ob wenn ein deutscher Film kommen würde, ob das Kino dann mit Absicht sagen würde, SNOV. Das, stand das bei dem Tipp dabei, OV, oder wurde das genannt? Ich glaube, naja, das war jetzt nur die Bonusinfo. Nee, das wurde auch genannt. Also es wurde auch im Kino gesagt. Ja, ich habe es auch sogar aufgeschrieben extra. Vielleicht deswegen muss ich dann doch nochmal drüber nachdenken. Also entweder das kommt tatsächlich ein deutscher Film und das OV soll einen in die Irre führen. Das glaube ich. Wegen dem Hasselhoff. Aber ich weiß es nicht. Das glaube ich nämlich, dass das nur in die Irre führen soll hier. Ja, wobei wir dürfen jetzt Hasselhoff nicht immer nur an die Mauer denken. Ich meine, der hat ja auch noch andere Sachen gemacht. Vielleicht kommt ja auch irgendeine Art Film noch. Also ich meine, wir hatten vor kurzem Baywatch, das war ja auch Hasselhoffs Paraderolle. Oder vielleicht kommt ja noch irgendwas mit Knight Rider oder so ein Spaß. Was in der Art. Vielleicht kommt da ja was in der Art. Nachgewachsen ist ja eher was Pflanzliches, was wächst. Ja, du weißt doch nicht. Und nicht eine Mauer, die aufgebaut wird. Oh, was die sich da ausdenken hier bei ihren Tipps da. Ja, was kann denn alles nachwachsen? Denk doch mal daran. Der Bart. Zum Beispiel, Haare können nachwachsen. Naja, wir werden es spätestens morgen sehen. Guck gerade mal, ihr habt Kino, ist Barbershop, das ist der alte Film, ne, oder? Ne, Barbershop habe ich noch das, auf der Liste, den würde ich hier noch kurz. Das erzählen. Ist Heimkino, ne? Das ist der alte Film, ja. Barbershop, okay. Dann mache ich erstmal Abgang mit Stil. Ich habe Abgang mit Stil jetzt geschaut, der ist ja noch nicht allzu lange aus dem Kino raus und den wollte ich eigentlich damals sehen, der neue Zach Braff-Film. Und der startet jetzt ab dem 7. September, könnt ihr euch schon mal ein Kreuzchen in den Kalender machen. Kommt er dann auf DVD und Blu-ray raus. Und ich habe hier vom Filmverleih so eine Vorabversion bekommen. Da ist leider nur der Film drauf. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Extras dann geplant sind, bestimmt. Und ja, also Zach Braff macht hier ein Remake von diesem alten Film. Weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wahrscheinlich hieß der ähnlich. Und hat Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Arkin für die Hauptrollen gewinnen können. Und relativ am Anfang ist war es Morgan Freeman? Weiß gar nicht mehr. Einer von den dreien. Nee, Quatsch, Michael Caine. Michael Caine ist in der Bank und hat Probleme, weil er nicht genügend Geld hat. Er ist Rentner und sein Pensionsfonds, irgendwie klappt das alles nicht so mit der Überweisung. In den USA ist das ja alles so ein bisschen, gibt es ja keine staatliche Rente, sondern man muss halt bei den Firmen, ja, die so einen Pensionsfonds auflegen, da bekommt man dann irgendwie seine Pension, aber das ist ja alles auch nicht so sicher. Und auch nicht so wahnsinnig viel. Und ihm geht so ein bisschen das Geld aus, weil der Pensionsfonds zahlt ihm auch nichts. Ist in der Bank und die Bank wird überfallen. In dem Moment, wo er drin ist in der Bank. Und das, der eine Bankräuber, die haben alle Masken auf. Und der eine Bankräuber, als er ihm irgendwas noch geben will, sein Portemonnaie, sagt der eine Bankräuber zu ihm, nee, lass mal, wir Jungen sollten eher dafür sorgen, dass ihr Älteren gut dran seid, als dass wir euch noch was abnehmen. Und das gibt ihm dann schon ein bisschen zum Nachdenken. Und dann kommt es noch mit dazu, dass die Firma,
für die, die 3 Jahre lang gearbeitet haben, ihr ganzes Leben, wo sie auch in den Pensionsfonds eingezahlt haben, die verlagert ihre Produktion nach China, so eine Stahlfirma, und hat dann zur Folge, dass auch alle rechtlichen Verbindlichkeiten, die sie in den USA hatten, damit auch nichtig sind, zum Beispiel der Pensionsfonds. Das heißt, kriegen keine Rente mehr, null, niente. Und haben natürlich alle auch Verbindlichkeiten, haben Enkel, haben Wohnungen, und der eine droht dann dadurch, das Haus zu verlieren. Und dann kommen sie auf die Idee, auch einen Banküberfall zu machen. Und zwar wollen sie nur so viel rauben, wie ihnen genommen wurde. Und sie wollen auch genau die Bank ausrauben, die mit diesem Stahlunternehmen da so einen Deal gemacht hat, dass sie quasi diesen Pensionsfonds günstig aufkaufen können und das quasi sich einverleiben können, weil die müssen ja nicht mehr auszahlen. Und ja, so setzen sie dann diesen Plan nach und nach um, sind natürlich alles alte Rentner, nicht mehr irgendwelche jungen Kerle wie Ocean's 11 irgendwie sowas, ne, die dann relativ schnell irgendwelche sportlichen Sachen machen können. Sie holen sich dann auch jemanden noch mit zur Hilfe dazu und versuchen dann, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Mehr möchte ich mal nicht verraten, ob das jetzt alles klappt und wie das vorangeht. Und ja, was ich noch sagen kann, es wird jede der Figuren gut beleuchtet. Wir erfahren viel so über die Familiensituation und was die da so machen mit Familie. Ist alles sehr, sehr gut geschrieben. Das Ganze ist ein, ich würde es mal im nettesten Sinne sagen, ein Feel-Good-Film. Also es wirklich macht sehr viel Spaß, den zu schauen. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Drama auch drin. Er hat auf jeden Fall eine sehr viel leichtere Tonart als jetzt hier die Garden State oder so von Zach Braff oder Wish You Were Here, die ja doch eher so bittersüß waren. Hier ist eher ein richtig schöner, netter Heist-Film, der natürlich auch dramatische und spannende Momente hat, gerade wenn sie dann versuchen, da diesen Banküberfall zu machen. Aber insgesamt ist es eher doch, ja, legt es eher so ein bisschen auf Humor aus, wie die 3 älteren Leute da versuchen, da die Bank auszurauben. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn das jetzt im Heimkino dann erscheint, ab dem 7. September. Wer den Zach Braff mag, wie so seine Art ist, Sachen zu inszenieren, der wird auch hier begeistert sein. Tolle Musik im Film, wie auch bei Garden State zum Beispiel, war ja auch toller Soundtrack. Hat er hier auch wieder sehr, sehr gut ausgewählt. Tolle Darsteller auf jeden Fall. Das sind ja irgendwie 6 davon, haben Oscars gewonnen gehabt oder waren nominiert. Dann Matt Dillon spielt auch noch eine Nebenrolle. Der war ja auch schon mal für einen Oscar nominiert. Also sehr viel Oscar in diesem Film enthalten. Und das merkt man auch. Ist richtig gut gespielt, gut umgesetzt. Kann ich empfehlen. Wer vielleicht nicht auf Blu-ray das gucken will, auf jeden Fall mal abwarten, ob das dann irgendwo in einem Streamingdienst dann bei Zeiten erscheint. Aber ich würde den Film definitiv zum Schauen empfehlen. Wie sieht es bei euch aus? Schon mal von dem Film was gehört? Unbedingt, oder? Ja, ich möchte den auch wirklich unbedingt sehen. Also muss ich ganz ehrlich auch sagen. Kann ich dir mal den Screener, kann ich dir mal weiterleiten. Das wäre grandios. Das müsste machbar sein innerhalb des Kinocasts hier. Ja, dann von euch, wer möchte zuerst? Ladies first, dass die Dame auch mal was sagen darf. Hallo. Ach, die ist ja da. Ja, hallo, ich bin auch da. Schön, dass ihr es merkt. Hey. Ich habe auch einen Film gesehen, genau genommen habe ich ihn in zweiteilig gesehen. Ich habe den Anfang gesehen und dann fand ich ihn irgendwie blöd. Dann habe ich Mike gesehen und dann Dave. Und am nächsten Tag kam dann bei Sky Plus 24, kam er dann nochmal und ich habe genau da wieder eingeschaltet, wo ich vorher aufgehört hatte. Deswegen was habe ich dann weitergeguckt. Und so habe ich gesehen, Mike and Dave Need Wedding Dates. Und der Film ist genauso lang wie sein Titel, denn er ist wirklich gefühlt ewig. Es geht um Folgendes. Die Brüder Mike und Dave, gespielt von Adam Devine und Zac Efron, sind ziemlich chaotisch und eher so Partytiere und versuchen alles immer ein bisschen zu eskalieren auf diesen Partys. Und deren Schwester wird heiraten. Und zwar, ich glaube, auf Hawaii. Ja. Und der Vater möchte nicht, dass das auch wieder so eskaliert. Deswegen sagt er, Mike, Dave, wenn ihr zu dieser Hochzeit kommt, dann müsst ihr anständig sein und ihr müsst ein Date mitbringen. Weil es könnte ja sein, dass die ein bisschen runterholen. Ne? So, ja. Also starten die beiden einen Aufruf im Internet,
dass sie ein Date für eine Hochzeit suchen. Auf Hawaii. Und daraufhin melden sich zwei, und zwar Anna Kendrick und Aubrey Plaza, also die im Film heißen sie Alice und Tatjana. Und die machen eigentlich einen ganz netten Eindruck und einen ganz süßen Eindruck, bis dann aber sie auf der Insel sind und dann feststellen, der gute Mike oder der gute Dave haben sich da ganz in den Party-Mädels angelacht, die halt auch mal auf ein bisschen Gras und härtere Drogen zurückgreifen und ja, nicht die braven Mädchen sind, für die sie gehofft haben. Und es führt dann ganz schön ins Chaos. Also Mike und Dave haben auch noch so ein Battle mit ihrer, mit der Cousine, wer die bessere Rede hält. Und der Mike, der steigert sich auch mega rein. Also der ist total drauf besinnt, dass alles gut läuft. Und geht halt granatemäßig schief. Und der Humor ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er ist ein bisschen arg oft in der Pipi-Kaka-Humorschiene unterwegs. Wie gesagt, ich habe ihn auf zweimal geguckt, weil es gab dann diese Szene mit so einem Masseur. Da habe ich, habe ich mir nicht mehr angetan, da habe ich dann abgeschalten. Und ich habe dann auch zum Glück am nächsten Tag reingeschaltet, da war die Szene gerade zu Ende. Also ich musste mir nicht angucken, das war gut. Die fand ich deswegen lustig, wirst du wahrscheinlich, weil der Typ, der ist aus Silicon Valley, also aus der Serie. Und das ist ja schön und gut, aber das war einfach nur grausig. Es war einfach nur grausig. Was schön war, dadurch, dass sie auf Hawaii waren, machen wir so einen Ausflug zu den Jurassic Park Sehenswürdigkeiten. Das fand ich ganz cool. Das fand ich cool, die machen so eine Jurassic Park Tour. Ansonsten. So, das, wo die mit den Quadbikes da rumfahren. Ja, genau. Ach, ich fand den Film irgendwie doof. Das ist dieser typische Ami-Humor, den wir jetzt mal raushauen müssen. Ich finde es schade, dass das, dass sich Anna Kendrick und Zac Efron für sowas hergegeben haben. Aber, mein Gott. Irgendwo hat er bestimmt sein Publikum gehabt. Ich bin nicht das richtige Publikum. Ich fand ihn ziemlich albern. Weiß nicht, Erik, wie fandest du ihn damals, als du ihn gesehen hast? Ich fand den okay, glaube ich. Ich habe gerade mal geschaut. Wir hatten den in der Folge mit Arrival am 20. November 2016 habe ich den mit besprochen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie viele Punkte ich da gegeben habe. Ich fand ihn jetzt, es ist jetzt kein überragender Film, aber er war okay. Also war halt, hat ein paar nette Einfälle gehabt. Also, was weiß ich, wo dann der Vater zu denen kommt und sagt, hey, ihr müsst unbedingt irgendwie ein Date mitbringen, ansonsten endet alles immer in einer Katastrophe. Und die so, was? Nee, wieso Katastrophe und so. Und dann holt er plötzlich sein iPad raus und zeigt ihn, schau mal hier, ne? Dann bam, ja, erstes das war Ding. Gut, das ist wirklich gut. Was? Willst du uns den Tod von Onkel sowieso auch entlasten? Der ist erst 5 Jahre später gestorben. Und da waren schon ein paar echt lustige Sachen drin, aber dann, speziell wo sie dann auf Hawaii sind, da lässt es dann schon deutlich nach. Was du auch noch, du hattest ja vorhin gesagt, es melden sich eigentlich Hunderte oder Tausende. Ja, ja, aber von den Zweien, die zwei suchen sich halt raus. Und die machen dann so ein Casting noch und da sind echt die skurrilsten, das sind selbst irgendwelche Typen, die sich als Frau verkleiden, um da mitmachen zu können und dann geht das Ganze auch noch viral, weil irgendwie die werden dann in das Morgenmagazin eingeladen und da sehen dann die, also es war schon okay, ich fand den jetzt nicht so schlecht, also ganz schlecht nicht, irgendwie so durchschnittlich halt, ne? Also man muss ihn nicht gesehen haben, es gibt sicherlich Schlechteres, aber es gibt mit Sicherheit sehr viel Besseres, aber ich glaube, ich hatte irgendwie so 5 Punkte oder so, bin mir nicht sicher. Ja, da wäre ich auch mit dabei, also so bei 5 Punkten, er war nicht mega mies, aber er war auch nicht besonders gut, deswegen... Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die zwei Jungs sind ja eigentlich die totalen Draufgänger, die waren ja voll die Party-Chaoten, ne? Aber auf der Insel dann waren die so furchtbar konservativ, das also stimmt, so extrem. Ja. Hat sich dann total geändert, ja. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen widersprüchlich, weil, also das beste Beispiel war ja, dass sie gerade mit dieser Jurassic Park Tour, die Mädels haben das ja vorgeschlagen, weil Quad-Tour und voll geil und ein bisschen Action und so. Und die Jungs wollten ja Delfinschwimmen machen. Ja, also was total Ungefährliches, wo nichts schief gehen kann. Und die waren auch so total adrett plötzlich. Also das fand ich irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Ja, also der Film ist weit entfernt von perfekt. Ja, das stimmt. Ja, Mike and Dave need wedding dates.
Chris, du hast da nicht reingeguckt oder mitgeguckt? Doch, ich hab das ja quasi angeleiert, aber ich habe ihn noch nicht zu Ende gesehen, also, weil ich bin ungefähr, ja, ich glaube, die erste Dreiviertelstunde oder so habe ich jetzt. Ich frage mich aber, ob ich mir jetzt den Rest noch antun soll. Da fehlt noch der Riesentwist am Ende. Ja, ich glaube. Deswegen, mal gucken. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit wieder. Ja. Ich habe ja auch so viel Zeit, dass ich nebenher Barbershop The Next Cut gesehen habe. The Next Cut? Ist das jetzt? Ja. Welcher Barbershop Teil ist denn das? Cup. Ist das irgendwie, das ist doch eine Reihe, oder? 12 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Ah, okay. Spielt das. Weil es gab ja hat Barbershop. Der gutherzige Calvin Palmer Ice Cube sein Friseurgeschäft mit dem Schönheitssalon von Geschäftspartnerin Angie zusammengelegt. Mhm. Ja. Also ist das eher der Nachfolger von Barbershop 2, oder? Ich denke, ja. Wenn das 11 Jahre, das weil der Nachfolger sein. Irgendwie der erste war doch so irgendwie um 2000 rum. Ja, aber doch, egal. Ist 12 Jahre nach Barbershop 2. Also Barbershop okay. Und Barbershop 2 krass frisiert und jetzt halt The Next Cut. Krass frisiert. Ja. Oder ja. Im Deutschen heißt der Barbershop ein haarscharfes Viertel. Müssen irgendwie, wir weiter drüber reden? Irgendwie muss ja alles, was irgendwie mit Friseur zu tun hat, irgendwie ein komisches Wortspiel, irgendwas mit Haar, Harmonie oder Haarscharf oder ja, irgendwie ja, gibt's ja keinen Friseurladen. Es gibt eine Facebook-Gruppe übrigens, wo mit ganzer Lust mit dem besten Ladennamen, so irgendwie. Da gibt's eine Facebook-Gruppe, die kann ich sehr empfehlen. Also da gibt's einiges Lustiges zu lesen. Ja, Barbershop, wie gesagt, worum es geht, habe ich gerade eigentlich schon erzählt, dass die den Friseursalon und den Beauty-Salon zusammengelegt haben. Es spielt mit Ice Cube, es spielt mit Cedric the Entertainer, wer ihn nicht kennt. Vielleicht der ein oder andere kennt ihn vielleicht sogar aus Two Broke Girls, da spielt er nämlich auch mal mit. Regina Hall spielt mit, Sean Patrick Thomas spielt mit, Nicki Minaj spielt auch mit. Queen Latifah spielt ihn wieder mit? Nee, die ist nicht, die habe ich jetzt zumindest nicht gesehen, also nicht, dass ich wüsste. Und ja, also wie gesagt, die legen halt die beiden zusammen, die beiden Shops und ja, das Viertel ist inzwischen richtig heruntergekommen, auch so ein bisschen, also es gibt so zwei Gangs, die sich duellieren und die Stadt will auch was dagegen machen und alles und es wird zwar groß als Komödie angepriesen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich fast nicht gelacht mit dem Film. Also, es ist dann auch noch so ein bisschen Familiendrama, weil der Sohn von Calvin, also von Ice Cube, der möchte sich dann auch dieser einen Gang anschließen und bliblablub. Also, es ist so ein bisschen, wer mit wem, warum, so ein bisschen hier Familienprobleme und da Eheprobleme und Kinderkrise und ja, wie gesagt, wirklich lustig fand ich ihn nicht. Das ist ein Film, für mich hat er auch so dahin geplätschert, der geht fast 2 Stunden und zum nebenher mal laufen lassen ist es gut, weil es wird in den ganzen Rezessionen, die ich mir auch schon angeschaut habe, wird immer vom humorvollen Geschlechterkampf auf offener Bühne oder sowas gesprochen. ja, fand ich jetzt, also man möge es mir verzeihen. Was war die Story hinter dem Film? Da gibt es eine Story, ja, genau. Das ist ein Friseurladen und die reden halt miteinander die ganze Zeit über das, was da im Viertel passiert. Muss doch irgendwas, um irgendwas muss es doch da gehen. Du hast Barbershop noch nie gesehen, oder? Nee. Ja, eben. Guck dir erstmal Barbershop an. Ja, also er hat mich nicht so zum Lachen gebracht. Er ist jetzt nicht super mies, er ist ganz nett, er plätschert vor sich hin. Muss man nicht gesehen haben. Höchstens man hat wirklich viel Zeit oder kann nebenher eine Ablage machen oder irgendwas arbeiten. Dann kann man den in Ruhe laufen lassen. Ich gebe ihm mal 4 von 10. Weil er einfach, ja. Aber mehr gibt es eigentlich echt nicht dazu zu sagen, vom Gefühl her. Also ich fand auch Ice Cube ist relativ blass in dem Film, weil er guckt halt ab und zu mal angepisst, aber ja, das macht er immer. Also von dem her, ja, muss man jetzt nicht gesehen haben. Ja, ich weiß nicht, wo hast du den geguckt? Hier bestimmt auf Sky oder so, Go oder? Ich habe ihn auf Sky gesehen, genau. Der ja. Auf Sky.
Ja, ich kann ja mal einen Blick reinwerfen. Wie sieht es denn soundtrackmäßig aus? Bei den alten Teilen hat ja wenigstens der Soundtrack noch ein bisschen was gerettet. Fand ich jetzt auch nicht so weltbewegend. Also. Ich kann mich erinnern, der Soundtrack vom ersten Barbershop, der war sogar als CD-Compilation lange, lange in Charts drin. Weil da waren ja, viele Songs, die extra für den Film gemacht wurden. Auch das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, dass es nachhaltig in Erinnerung geblieben wäre. Das ist mein schöner Satz, oder? Hm. Ja, also findest du jetzt nicht so gut, okay. Hm. Nee. Naja, vielleicht gucke ich trotzdem irgendwie mal rein, wenn sich es ergibt. Ich habe noch ganz kurz noch einen Film wieder mal gesehen, einen richtigen Klassiker auch auf Sky, auf irgendwie einen von diesen vielen Programmen, wo nicht die top aktuellen Filme laufen, habe ich mal wieder Stand By Me geguckt oder deutscher Zusatztitel Das Geheimnis eines Sommers. Weil den habe ich irgendwie ewig nicht mehr, ja genau, ewig nicht mehr gesehen gehabt und habe gedacht, oh, da fing da gerade an. Für die, die es nicht kennen, basiert auf einem Buch von Stephen King, hat aber jetzt weniger mit irgendwelchen Monstern oder irgendwas zu tun, sondern es geht eigentlich um eine Leiche, also so ein paar Jugendfreunde. Und hier wird es auch schon interessant, denn die werden gespielt von Personen, die man später auch in anderen Filmen durchaus präsenten Rollen gesehen hat. Da ist zum Beispiel Will Wheaton dabei. Der hat... genau, der hat ja bei Star Trek den Wesley Crusher gespielt und hat mittlerweile auch bei Big Bang Theory ab und zu mal Auftritte. River Phoenix ist dabei, der ja leider irgendwie dann verstorben war. Corey Feldman ist dabei. Jerry O'Connell dabei. Was hat der eigentlich alles gemacht? Also der hat in diversen Anwaltsserien, hat er irgendwie, habe ich die in Erinnerung. Ja, auf jeden Fall. Kiefer Sutherland hat auch noch mit einer Rolle. Und zwar spielt der so einen halbstarken Anführer von so einer Gang und die drangsalieren diese Jungs ein bisschen. Und es geht eigentlich um diese Jugendfreunde, Jordi, Chris, Teddy und Vern. Und die hören, dass ein Junge verschwunden sein soll. Und wahrscheinlich ist er vom Zug an- oder überfahren worden oder sowas und dass seine Leiche irgendwo in der Nähe der Gleise liegen soll. Und sie ja, machen dann sich auf den Weg und wollen da ein bisschen auf die Suche gehen und müssen gleichzeitig auch vor diesen Halbstarken flüchten, weil die sie drangsalieren wollen. Die haben auch ein Messer und sowas und da gibt es ein paar Konfrontationen. Ich will mal nicht viel mehr verraten. Wer ihn nicht gesehen hat, dem ist sowieso ein wichtiges Stück Filmgeschichte irgendwie bis jetzt vorenthalten geblieben. Ruhig mal anschauen. Was hier auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark war, ist dieses Gefühl, was ich bei Filmen immer sehr, sehr gerne mag, wenn das irgendwie transportiert wird, glaubhaft. So nach dem Motto, so schön wie es jetzt ist, wird es nie wieder werden. Und das hat der Film an mehreren Stellen wirklich sehr glaubhaft rübergebracht. Auch gerade, wir haben ja diesen Erzähler, der die Geschichte schreibt. Und der erinnert sich quasi an diese Begebenheiten dieses Sommers. Und wenn er dann so zurückdenkt, wie das damals war, da gibt es schon ein paar Kloß im Hals-Szenen, die einen doch ein bisschen mitnehmen. Toller Film, Stand By Me, wer ihn nicht kennt, gibt es bestimmt irgendwo in irgendeinem Streaming-Portal oder auf DVD Blu-ray sowieso oder im Fernsehen läuft er bestimmt ab und zu mal. Unbedingt mal angucken. Noch ganz kurz ein Fun-Fact. Jerry O'Connell hat nämlich auch mitgespielt bei Veronica Mars. Und ich war ja letztens auf der Comic-Con. Und ich habe da eine gesehen, die war total cool verkleidet als Veronica Mars. Ach, geh. Quatsch. Ja, wirklich? Mensch. Doch, einfach mal ein kleiner Fun-Fact am Rande. Also das war sehr beeindruckend. Ein sehr, sehr cooles Kostüm. Auch tausendfach angesprochen, da habe ich gesehen. Also ganz viele haben Fotos gemacht und so. Jetzt ist gut. Ich guck gerade mal, wie dieser und John Cusack hat auch mitgespielt in dem Film, aber den hast du nicht erwähnt. Gott, die waren alle so klein. Ich weiß das noch. Joan Cusack oder John Cusack? John Cusack. Echt? Ah, ich habe gerade gefunden, bei The Defenders hat er mitgespielt, der Jerry O'Connell als Anwalt. Die fand ich ganz cool, die Serie. Jo, das nur und kurz dazu. Richard Dreyfuss hat auch mitgespielt. Das stimmt. Da spielt er den Schriftsteller. Wen interessiert denn solche Fakten? Das interessiert keinen. Den Film kennt eh jeder, hoffe ich mal. Das ist so toll. Ja, definitiv. Wir gehen auch mal zur nächsten Sektion. Kinocharts. In Stuttgart sieht es wie folgt aus. Platz 10, zum Verwechseln ähnlich, Platz 9, Transformers The Last Night. Platz 8 Baywatch, Platz 7 Chris
Ostwind 3, Aufbruch nach Ora. Oha! Platz 6 ist Baby Driver. Platz 5 ist Das Pubertier, der Film. Platz 4 ist Dunkirk, also Dünnkirchen. Warum sie den im Deutschen, sonst übersetzen sie auch alles. Hätten sie den auch gleich Dünnkirchen nennen können, da hätte man wenigstens nicht diesen Zungenbrecher gehabt. Platz 3, Spider-Man Homecoming. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass ich sehr enttäuscht bin von euch, dass ihr da nicht reingeht, nachdem ihr so begeistert wart von dem Trailer. Ich hatte noch keine Zeit, es tut mir sehr leid. Ich habe es aber wirklich ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Platz 2, Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Der neue Film von Dings hier. Wie heißt er? Luc Besson. Ja. Platz 1, ich einfach unverbesserlich. 3, die Minions. Und habe ich erst vorher wieder gehört, der soll ganz okay sein. Nichts mehr Neues, ganz okay, aber habe ich gehört. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das sehen wir mal. Es geht alles an mir vorbei gerade. Wir haben den hier schon besprochen. Ja. Du wirst lachen. Weil ja, ich weiß. Aber gewisse anwesende Personen haben den schon gesehen, weil da ist ein bisschen Druck von den Kindern, die wollen sowas gucken. Ja, und super. Ich war begeistert. Ich fand ihn besser als diesen richtigen Minions-Film. Okay. Weil halt eine richtige Story drin ist. Ja, okay. Diese Woche, am 3.8. startet Planet der Affen Survival. Habt ihr eigentlich gesehen hier, weil ich gerade lese hier, Andy Serkis hat ja wieder quasi den Hauptaffen wieder animiert. Nee, wie nennt sich das da? Hier diesen Actor da, diesen Animation Actor oder sowas gemacht. Habt ihr das gesehen, wo Andy Serkis in irgendeiner US-amerikanischen Night-Show war, wo der die Tweets von Trump vorgelesen hat mit der Gollum-Stimme? Ja. War echt lustig. Das ist sensationell. Wenn ich es noch finde, werde ich es mal mit verlinken in den Shownotes. Es startet auch noch, Achtung, jetzt kommt's, Emoji, der Film. Oh mein Gott! Im echten Leben gehören sie zum Alltag. Im Animationsfilm von Sony erwachen die Emojis zum Leben und begeben sich auf eine Reise durch die Tiefen des Handys. Ein Glück, dass wir bald im Urlaub sind. Da muss ich nicht da rein, eventuell. Ja, das habe ich gelesen, dass der Film kommt, und habe ich mich gefragt, what's up? WhatsAppy. WhatsAppy würde Chris Thal sagen. WhatsAppy. Es startet auch noch Grießnockerl-Affäre. Das ist jetzt nach Winterkartoffelknödel und sonst was hier für einen Salat. Jetzt wieder der nächste Film, der mittlerweile vierte Film um den niederbayerischen Polizisten Franz Eberhofer. Und ich werde es hier wie bei allen von diesen Filmen machen. Ich werde dann warten, bis der dann irgendwie fürs Heimkino da ist. Und der läuft auch relativ schnell dann immer im Fernsehen. Wahrscheinlich, weil der irgendwie vom Bayerischen Rundfunk mit co-produziert ist. Und ich finde die einfach total lustig. Also ins Kino, weiß ich nicht, muss ich deswegen nicht gehen, aber ja, ich finde die sehr, sehr lustig. Was ist das hier? Eine Bollywood-Komödie kommt auch mal ins Kino. Jab Hari Met Sejal. Romantische Komödie aus Bollywood mit Superstar Shah Rukh Khan als Touristenführer, der auf einem Europatrip die Liebe seines Lebens findet. Mhm. Okay. Also zu den Bollywood-Filmen habe ich ja mal eine Frage. Spielt da überall der gleiche Schauspieler mit? Weil überall ist dieser Shah Rukh Khan dabei. Überall. Jeden Bollywood-Film, den wir hier in irgendeiner Weise mal im Fernsehen kriegen, ist er dabei. Fernsehen weiß ich jetzt nicht. Aber ich sag mal, zumindest die im Kino kommen, das ist halt, glaube ich, so der tragende Star momentan. Ja, aber das wäre ja wie wenn in jedem Film George Clooney vorkommt. Nee, es gibt mit Sicherheit, also Bollywood hat einen riesen Output an Filmen. Die haben ja mehr als Hollywood. Da kann er nicht in allen Filmen mitspielen. Aber ich denke mal, die anderen Filme, wo irgendwelche unbekannten Darsteller dabei sind, die kommen halt nicht hier zu uns ins Kino. Weil da zieht halt der Name doch ein bisschen mehr. Ein humorvolles Drama über die junge Hausfrau Nora, die sich Anfang der 70er Jahre für die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz einsetzt, kommt ins Kino. Der heißt Die göttliche Ordnung. Dann kommt noch dieser russische Science-Fiction-Film, den mal jemand getippt hatte für die Sneak, nämlich Attraction, wo ein Raumschiff über Moskau abstürzt. Die außerirdische Präsenz stellt die Überlebenden vor eine schwere Frage. Dann startet noch Alibi.com, den hatten wir in der Sneak gehabt. Fanden wir ziemlich lustig. Der war sehr cool, ja. Genau, wo da diese Alibi-Agentur, wo der ein bisschen in die Bredouille gerät, weil er dann plötzlich seinen eigenen Schwiegervater ins B dann vertreten soll. Das Gesetz der Familie mit Michael Fassbender und Brandon Gleeson.
ein Krimi-Drama mit Michael Fassbender als britischen Gangster, der seinem Sohn eine bessere Zukunft ermöglichen will. Dessen Großvater hat jedoch etwas dagegen. Was ist das noch? Final Portrait. Ein Biopic über den Schweizer Bildhauer und Maler Alberto Giacometti, der kurz vor Ende seines Lebens ein Porträt von dem Kunstkritiker James Lord anfertigen soll. Puh. Okay, das war's für diese Woche. Und mal gucken, was so in den nächsten Wochen noch so Schönes startet. Am 10.8. zum Beispiel Der dunkle Turm. Das, denke ich mal, ist ja was für euch auch, oder? Nee? Ja. Glaub eher nicht. Okay. Aber Kate, für dich noch ein Film, der heißt Kedi von Katzen und Menschen. Katzen? Ja, Katzen, absolut. Am 17.8. startet Bigfoot Junior und Bully Parade, der Film. Und auch Table 19, den wir ja schon zigmal getippt hatten hier für die Sneak. Irgendwann kommt er doch bestimmt nochmal. vor allem, was möchte ich noch ein bisschen warnen, es kommt ein Film, der am 20.8. ins Kino, der heißt Naughty Grandma. Und es gab ja letztens diesen Film Dirty Grandpa. Das hat miteinander nichts zu tun, sondern das ist ein russischer Film. Da haben sie einfach nur den Titel irgendwie so gemacht. Also Vorsicht da, ist da geboten. Am 24.8. startet noch Annabelle 2 und Atomic Blonde. Und dieser Atomic Blonde, der soll ziemlich gut sein. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit den nächsten Wochen schon mal, den kleinen Ausblick. Und wenn wir da einmal diesen Ausblick gemacht haben, werdet ihr euch vielleicht wundern jetzt, liebe Hörer. Denn der Kinocast geht in eine kleine Sommerpause. Das heißt, Nein! Ja, oh mein Gott! Genau, ihr müsst mal ohne uns auskommen. Ihr müsst eure eigenen Entscheidungen treffen an der Kinokasse, ohne dass wir euch vorher sagen können, was gut ist, was... Nee, ist einfach so urlaubsmäßig und so passt halt in den nächsten Wochen nicht so richtig mit aufnehmen und so. Deswegen versuchen wir es lieber gar nicht erst, das irgendwie hinzukriegen oder aus dem Ausland irgendwie was aufzunehmen. Das ist alles schwierig. Wir treffen uns dann irgendwann, denke ich mal, Anfang September oder so. Im ersten Septemberwochenende dann mal wieder. Oh mein Gott, überlegt mal, wie viele Filme wir dann zu besprechen haben. Ja, das wird tolle Sneak-Filme. Pickepacke volle Sendung. Wenn wir Glück haben, ist der Chris auch mit dabei. Geht ja die Schule. Die Schule ist ja da noch nicht wieder losgegangen. Ne? Müsste also eigentlich richtig, noch gehen. Richtig. Ja, es sei denn, er muss ja nie gucken, weil ich bin ja dann kein normaler Lehrer mehr. Ich bin ja dann verbeamtet. Das heißt, du machst dann nichts mehr, oder was? Richtig. Ich spiele einen Beamten-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Nee, also, ja, liebe Hörer, das ist die schlechte Nachricht dieser Sendung. Das ist mal, dass wir mal ein paar Wochen aussetzen. Und ja, inzwischen könnt ihr ja Kommentare schreiben, was ihr für Filme geschaut habt. Knallt das einfach alles unter die aktuelle Folge unten drunter. Und habt auch Zeit, bei iTunes ein bisschen zu bewerten. Aber wir machen jetzt erstmal noch weiter mit Serien. Wir haben nicht tatsächlich noch ein paar Serien für euch. Kate, fängst du erstmal an mit deiner Friends from College Netflix-Serie? Die Netflix hat wieder eine neue Serie rausgehauen und zwar heißt die Friends from College. Die bekannteste Schauspielerin darin ist wohl Kobe Smulders aus How I Met Your Mother. Ich hab den Trailer zu der Serie gesehen, dachte so, oh cool, das sieht lustig aus. Ja, also es geht, worum geht's? Das ist so eine Clique, die waren auf dem College befreundet und haben sich dann halt nach dem College so ein bisschen in die Welt verstreut, ne, so, ne? Und haben alle irgendwie einen Partner oder haben sich ineinander verliebt, was weiß ich. Und die Serie startet, wo das eine Pärchen, was sich aus dieser Clique gebildet hat, zurück nach New York. Ich glaube, es ist New York. Oder? Ist es New York? Ich glaube, es ist New York. Ja. Die ziehen zurück zu den anderen quasi. In die Großstadt. In der Großstadt wohnen. Dankeschön. Und machen dann natürlich, wir müssen uns treffen. Ne? Also alle zusammen. Und ich kann es gar nicht so beschreiben, also es war irgendwie komisch. Da sind dann noch so ein paar Geheimnisse, die da in dieser Clique bestehen. Und es gibt einen, der ist schwul, der hat einen Mann. Und dann gibt es eine Frau, eine von den Frauen, hat einen Ehemann und Kinder und ein Mann und eine Frau aus der Clique, die sind jetzt verheiratet. Also da haben sich zwei einfach gefunden. Und dann gibt es noch eine Asiatin, die ist so eher so
Larifari, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich bin so spirituell und gehe zum Yoga und arbeite eigentlich quasi nichts, bin aber den ganzen Tag beschäftigt. Also ein bisschen seltsam alles. Und die waren alle, das ist das Verblüffende daran, die waren alle zusammen in Harvard. So, und die einen haben halt voll die Karriere gemacht und die anderen eher so ein bisschen weniger. So. Auf jeden Fall soll das eine Art Comedy sein. Ich habe nicht einmal gelacht. Ich finde diese Verbandelungen innerhalb dieser Clique total komisch. Also ich weiß nicht, wie ich darüber lachen soll. Erik, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ich finde das nicht lustig. Ja, ne? Also dann gibt es diesen einen, also der ist ja die Corby Smulders und ihr Mann. Und wenn der unsicher wird, dann macht er immer so ein komisches Gesicht und redet ganz komisch. Und das ist überhaupt nicht lustig. Ich finde es überhaupt nicht witzig. Du merkst halt, ah, jetzt fühlt er sich wieder unwohl. Jetzt zieht er wieder sein komisches Gesicht. Jetzt redet er wieder so komisch. Ist überhaupt nicht witzig. Und auch also ich finde die Story auch überhaupt nicht lustig. Ja, dann ist die eine Frau, die mit ihren Kindern, mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann, der Mann ist total, ja, ich muss deine Freundin nicht mögen. Geh du ruhig, mach ruhig was mit denen, das interessiert mich alles nicht. Der Schwule ist verheiratet mit einem Arzt oder ist zusammen mit einem Arzt. Der ist ähnlich so, von wegen, ja, ich gebe mir jetzt mal Mühe, euch zu mögen. Das ist alles irgendwie überhaupt nicht lustig. Ich weiß nicht, warum das eine Comedy-Serie sein soll. Ich habe bis zur Folge 6 geguckt. Ich habe aufgehört. Es hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und ich habe mich durch diese Folge 6 schon echt durchgequält. Ich finde es nicht witzig. Gar nicht. Diese Staffel hat irgendwie nur 9 Folgen. Also ich könnte es theoretisch zu Ende gucken, aber ich will nicht. Ich finde es voll langweilig. Ich finde es voll öde. Das ist nicht witzig. Das ist einfach irgendwie... Irgendwie? Aber also bei mir kommt es nicht an. Okay. Kommt es bei dir an? Ich dachte, da kommt noch was. Ja, das ist irgendwie. Ja, genau. Schweigen. Ja, es ist irgendwie komisch. Ich gucke gerade mal, wie weit ich schon geschaut habe. Ich bin bei. Kommt bei mir nicht. Also da gibt es so eine Folge, die heißt Der Partybus. Und da war vorbei. Also die Folge habe ich angeguckt, die war furchtbar. Partybus. Die war einfach nur. Okay. Das ist Folge 5. Da bin ich noch gar nicht. Ja. In Folge 6 habe ich da noch angefangen und habe die dann abgebrochen. Ich habe die ersten 3 Folgen geguckt bis jetzt. Weil wie findest du's? Es war ursprünglich mal geplant, dass wir das letzte Woche, dass wir Fortsetzung folgt aufnehmen. Und da gab es zwei Serien, die ich gucken wollte dafür. Also wir hatten ja insgesamt, besprechen wir mal 3. Und da habe ich gedacht, okay, ich gucke mal bei 2 rein. Und die haben mir alle beide sehr gut gefallen. Und das Friends from College war auch eine davon. Ich habe das nie als Comedy gesehen, muss ich ja so sagen. Ich habe das eher so als Dramaserie, als Dramedy gesehen und ja, aber das nicht mal das ist doch Dramedy schon. Also gerade zum Beispiel, wo die anfangen über dieses Buch zu brainstormen, weil der ja nun der eine ist Schriftsteller, ja. Und der schreibt oder hat sehr, sehr gute Romane geschrieben, die auch Preise bekommen haben, leider verkaufen die sich nicht, und er will nun mit seinem Agenten, der ja gespielt wird von Fred Savage, hier von Dings hier, wie hieß die Serie damals? Ihr wisst, Wunderbare Jahre, genau, oder der hat auch bei diversen anderen, bei The Grinder hat er auch eine coole Rolle gehabt oder sowas. Und das ist quasi sein alter Schulfreund und gleichzeitig Verleger und irgendwie Manager oder sowas. Und der rät ihm doch halt in diese Richtung, hier Twilight und so, hier 50 Shades of Grey und sowas, ein bisschen zu gehen. Ja, genau, Jugendbuch. Und er will das erst nicht machen, und dann treffen sie sich aber mit so einer Frau, die da irgendwie sehr, sehr erfolgreich ist und da irgendwie etliche Leute unter Vertrag hat. Und die wird ja gespielt von der Frau, die auch bei den Ghostbusters-Filmen diese Verrückte da gespielt hatte. Ne? Weißt du, wen ich meine? Ja, die Blonde. Genau, die Blonde. Und ja, fängt dann halt doch irgendwie an, so ein Jugendbuch da zu schreiben. Und ist schon... Gerade auch, wo die dann zusammensitzen, abends dann vor diesem Haus. Und das sind halt sehr viele, sehr schöne Momente, die gut gefilmt sind. Und vom Drehbuch her passt das auch alles. Das ist zum ersten Mal, dass ich, bis auf diesen einen Typ, mit dem komme ich irgendwie nicht klar, was du schon gesagt hast. Welchen? Mit dem Keegan-Michael Key, den mag ich eigentlich nicht so als Schauspieler. Der Schriftsteller. Ja, genau. Eigentlich die Hauptfigur der Serie, mit dem komme ich irgendwie nicht so ganz klar. Aber die restlichen sind einfach perfekt.
Die sind wirklich absolut perfekt und da kann ich drüber wegsehen, dass ich mit dem eigentlich nicht klarkomme. Ja, gerade, aber das ist das Problem, wenn die Serie sich hauptsächlich um ihn dreht. Er hat das größte Geheimnis in der Serie. Nee, dreht schon alle. Ja, doch schon. Ja, aber eigentlich ist er so im Fokus, er und seine Frau. Und was die anderen machen. Man weiß kaum was über den Mann von der Rothaarigen. Oder das Braunhaarigen. Die etipetete Frau. Man weiß quasi nichts von dem Mann. Der wird übrigens gespielt von Greg German, der ja bei Ally McBeal auch eine richtig coole. Also es waren halt sehr viele, die auch in anderen Serien coole Rollen hatten. Und es hat mir einfach total Spaß gemacht, die hier in der Rolle zu sehen, weil es auch so gut geschrieben war und auch gut gedreht war. Und das Ganze hat ja Nicholas Stoller gemacht. Der hat ja, was weiß ich, zum Beispiel Nie wieder Sex mit der Ex gemacht oder weiß nicht, was hat denn da noch alles. Was kam danach hier, diese Get Him to the Greek, hier, wie hieß das auf Deutsch, wo der Typ da den Männertrip hieß der auf Deutsch, fast verheiratet, Bad Neighbors und so. Ja, ist keine Comedy, ist eher so eine Erzählung, wie sich... Das wird aber als Comedy gehandhabt. Ja, aber es ist halt keine, ich habe auch nicht gesehen, dass es irgendwie als Comedy, ich habe halt einfach geklickt bei Netflix, weil ich das gucken sollte für den Podcast und hat mir echt gut gefallen. Also es ist jetzt kein 10 Punkte oder sowas, aber irgendwie 8 Punkte hat das bei mir schon. Das ist lustig. Du findest es voll gut, ich finde es voll schlecht. Ja, ich bin ja auch ein bisschen älter vielleicht. Ich bin ja auch ein bisschen in dem Alter von denen, die jetzt hier so, um denen ihre Probleme es da geht. Und vielleicht kann ich das einfach so anders nachvollziehen und Können wir kurz einhaken hier und sagen, der Erik ist ja auch ein bisschen älter. Erik ist auch ein bisschen älter. Aber nur ein bisschen älter als ich. Nur ein ganz kleines bisschen. Aber ich finde, die Truppe funktioniert halt auch einfach sehr gut. Also wenn die da ein Brainstorming machen über sein Buch in der Nacht, dann kommt dann dieser Arzt, der am nächsten Tag irgendwie eine Operation hat und so immer rein und so. Und die haben sich da übelst Drogen reingepfiffen und driften total ab und machen dann so auf Beautiful Mind und schon nett. Aber besser fand ich noch eine andere Serie, die auch jetzt bei Netflix neu gestartet ist. Eine mit einem sehr schwierigen Titel, wie ich finde. Es ist immer so, ich habe jetzt in der letzten Woche vielen Leuten gesagt, was ich für eine Serie gerade gucke, was ich gut finde. Und es ist echt schwierig, dieses Ozark jemanden irgendwie nahe zu bringen. Also schreibt sich Ozark. Erstmal so ratlose Gesichter auf der anderen Seite. Weil wir hier in Deutschland, wir wissen ja wahrscheinlich nicht, dass es da um irgendeine Seenlandschaft in den USA handelt. Auf jeden Fall spielt die Hauptrolle Jason Bateman, den man kennt so aus Arrested Development oder weiß nicht, wie heißt es, Kill the Boss oder sowas. Und im Gegensatz zu Arrested Development ist Ozark, Achtung Kate, das ist keine Comedy, Ozark. Ja, das weiß ich. Ich habe die erste Folge schon angefangen. Nicht, dass du hier eine Comedy erwartest und dann enttäuscht bist. Nein. Es ist wirklich eine Dramaserie und es handelt davon, ich muss echt ein bisschen aufpassen, auch was ich erzähle, weil ich habe die ganze Staffel schon gesehen und wer mich kennt, weiß, das passiert bei mir eher selten, dass ich in relativ kurzer Zeit irgend so eine ganze Staffel durchrocke, zumal hier jede Folge irgendwie eine Stunde geht. Und hier bei der Serie habe ich das aber gemacht. Ich habe auch für Fortsetzung folgt angefangen, irgendwie das zu gucken und es hat mich so reingesaugt, dass ich dann immer wissen wollte, wie geht's weiter und habe mir dann den Rest noch gegeben. Jason Bateman spielt hier einen Buchhalter, der arbeitet in so einer Firma in Chicago, die ja so Buchhaltungsdinge für andere erledigen, sagen wir es mal so. Und dann ja, ich muss ein bisschen überlegen, wie ich es am besten sage. Also, eines Tages kommt ein Drogenbaron quasi zu ihnen und sagt, wir haben euch immer Geld geliefert und wir haben jetzt festgestellt, da fehlt was. So, kaschen die Leute alle ein, also ihn und seinen Partner, in irgendein Lagerhaus, müssen sich hinknien und dann sind noch andere Leute mit da, die da offensichtlich irgendwie mit verwickelt sind in diese ganzen Vorgänge. Und der Drogenbaron, der findet es halt überhaupt nicht lustig, was da passiert ist und gibt es auch dementsprechende Konsequenzen. Der Jason Bateman kommt da aber irgendwie raus aus der Nummer und
hat vorher so ein Prospekt von Ozark bekommen gehabt von jemandem, der ihm gesagt hat, hey, da kann man ganz gut Urlaub machen, da ist relativ ruhig und hat eine längere Küstenlinie als Kalifornien irgendwie, weil da die Seen und so, egal. Und da machen viele reiche Leute Urlaub. Und das fällt ihm quasi aus der Tasche, der Drogenbaron sieht das und dann sagt er ja, was ist da? Ja, ich plane da was und so, weil ja, wenn sie mich am Leben lassen, dann kann ich dort was aufbauen, irgendwie die Geldwäsche von dort aus machen für sie und das passt dann auch alles. Und dann sagt der Drogenbaron, ja, du hast die Chance, ich gebe dir diese eine Chance. Ja, hier hol das ganze Geld und zum einen will ich das Geld zurück, was ihr mir schuldet, was verloren gegangen ist irgendwie. Das will ich zurück bis übermorgen, keine Ahnung, ganz knappe Frist. Und ja, du gehst mit deiner kompletten Familie darunter, Ozark, und baust das Geschäft auf und du kriegst von mir irgendwie, ich glaube, 8 Millionen Dollar, die er dort unten waschen soll. Und bis auch ganz knappe Frist nur gesetzt, irgendwie 3 Monate oder so. Und dadurch, dass er dort erstmal nichts ist, muss er wirklich bei null anfangen. Und erstmal muss es natürlich auch seiner Familie verklingeln. Da gibt es auch etliche Themen, weil das läuft auch nicht alles so ganz rund. Er hat eine Tochter, die ja irgendwie 15 ist, einen kleinen Jungen, der, weiß nicht, irgendwie 10 oder so. Und er muss den natürlich irgendwie verklickern, dass sie jetzt irgendwie kurzfristig da das Haus verkaufen müssen und er kann denen ja erstmal nicht die Wahrheit sagen. Und der Drogenbaron, mit dem ist auch nicht zu spaßen. So gehen sie dann also nach Ozark und wie er da unten ankommt, muss er dann feststellen, dass wenn er in so ein funktionierendes Biotop von außen reinkommt, mit einer größeren Menge Geld und krimineller Energie, denn er will ja da unten was aufbauen, um Geld zu waschen, dann macht er natürlich die Strukturen, die dort bereits bestehen von irgendwelchen Kriminellen, greift er dann natürlich an und macht die sich zum Feind. Und da gibt es dann echt viele Sachen, wo man auch gar nicht dann erstmal denkt, da könnte irgendwie ein Problem entstehen, aber dann entstehen doch teilweise richtig heftige Probleme und da gibt es auch diverse kriminelle Strukturen, die aktiv sind und es ist wirklich, man kann es durchaus ein bisschen mit Breaking Bad vergleichen. Es ist aber hier nicht so, dass er irgendwie todkrank ist und irgendwie noch alles auf eine Karte setzt und da irgendwie was macht, sondern er wird halt von diesem Drogenbaron bedroht und muss halt da runtergehen. Er wird halt als, sag mal in Anführungszeichen, als normaler Typ muss er quasi jetzt diese kriminellen Sachen machen und sich wirklich auch über seinen eigenen Schatten springen und muss dort unten das aufbauen in Ozark und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Zum einen ist es auch hier richtig, richtig gut gefilmt, gedreht. Da ist einfach jede Szene passt dort irgendwie. Die Schauspieler sind bis in die kleinste Nebenrolle. Der hat da viel mit irgendwelchen Rednecks und Hillbillies zu tun. Und ich habe es auch im Original angeguckt, habe zur Sicherheit aber deutsche Untertitel eingeschaltet, weil manchmal versteht man doch nicht alle Ausdrücke von diesen Rednecks. Aber da kam nochmal diese ganze Atmosphäre besser durch von dieser Gegend, in der er sich befindet. Und die Schlinge, die schnürt sich halt immer weiter zu. Das wird immer spannender bis zu dem Finale. Und ich freue mich dann schon, wenn es dann in irgendeiner Form weitergeht. Ich weiß nicht, wie sie das irgendwie weitermachen sollten, aber sollte eine zweite Staffel kommen, dann bin ich gleich wieder voll dabei. Also richtig tolle Crime-Drama-Serie für die, die Breaking Bad mochten. Sehr düster, sehr gewalttätig auch. Also nichts für zarte Gemüter. Da passieren echt wilde Dinge. Da sind die Sachen, die der Chris vorhin geschildert hat bei Limehouse? Nee. Limehouse Golem. Die sind dann noch... ja, Kate, wie weit hattest du geguckt? Ich habe mit der ersten Folge angefangen. Ja, bis wohin etwa? Die erste Viertelstunde vielleicht. Ach, da hast du ja noch gar nichts gesehen. Okay. Ja, ich musste los zur Arbeit. Aber in der ersten Folge passiert schon relativ viel. Ja. Was ich jetzt auch noch nicht alles so verraten habe, aber ja, unbedingt mal anschauen. Vielleicht erste Folge mal komplett angucken und ja, wenn es dann nicht catcht, dann halt nicht, ne? Aber das ist eine Serie, die haut voll rein. Finde ich echt gut. Und Jason Bateman, was mich sehr wundert, der hat auch bei einigen Folgen Regie geführt und steht da auch dahinter mit als im Produktionsteam und so. Das hätte ich dem nie zugetraut, dass er sowas hinkriegt. Wow. Also echter Wahnsinn. Echt gut. Ozark, merkt euch diesen kryptischen Begriff. Was auch noch ein nettes Ding ist,
oder zwei nette Sachen. Am Anfang jeder Folge sieht man so ein kleines, so ein Icon-Konstrukt, so ein Icon-Gebilde, wo man schon ein bisschen sehen kann, um was es in der Folge gehen wird. Das hat mich ein bisschen erinnert an Fringe, da war das auch so. Da hat man am Anfang immer dieses Bild gesehen und wenn da der eine Punkt dort war und der andere Punkt dort war, wusste man schon ein bisschen, um was es geht. Und der Soundtrack, Score und Soundtrack fand ich auch extrem gut ausgesucht bei Heroes Arc. Richtig tolle Netflix-Serie. Könnt ihr in einem Rutsch durchgucken, wenn ihr Netflix habt. Wunderbar. Empfehlung von mir, Ozark. Ich habe übrigens 10 Punkte gegeben. Bei uns. So viel? 10 von 10, ja. Hat mich voll mitgenommen. Habe ich sogar die aktuellen Game of Thrones Folgen dafür liegen lassen, um das noch weiter zu gucken. Was? Ja. Das ist wahnsinnig. Ich habe es natürlich jetzt noch nachgeholt, Gott. Aber... Du musst das angucken. Okay. Kates Filmrätsel. So, was gibt's denn da heute? Und wie ist die Auflösung von letzter Woche? Die letzte Woche Auflösung ist Rage, Tag der Vergeltung. Und natürlich hat es der Thomas wieder erraten. ich glaube, bei den anderen, Tausend die haben es wieder nur geweckert. Nee, sonst hat keiner, ja gut, der Thomas ist natürlich auch allen vorangegangen. Aber ich habe mir auch wieder was Neues für diese Woche ausgedacht. Ich weiß nicht, Erik, hast du letzte Woche eins? Ich hatte eins, ja. Hat es jemand erraten? Das ist eine gute Frage. Ich muss mal in die... Ich glaube nämlich nicht. ...die Kommentare gucken, warte. Warte. Ich dachte, es hätte jemand. Doch. Nee. Der Mike hat was geschrieben. Wo siehst du? Ach, hier, der Mike. Die Antwort auf den Thomas. Thomas, ja. Ach so, genau, ja, der Mike hat es richtig. Ist tatsächlich Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Stanley Kubrick-Film, einer von meinen Lieblingsfilmen. Habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich noch relativ klein, da habe ich den nicht verstanden, den Film. Und irgendwann später, als ich den geguckt habe, dachte ich, boah, ist der genial. Sehr empfehlenswert. Genau, also es handelt sich um die Szene, in der bei Dr. Seltsam der Pilot des Bombers sich quasi auf die Bombe setzt, weil sich unten die Tür nicht öffnet und dann geht die Tür doch auf und er fliegt quasi zusammen mit der Bombe dann unten aus dem Bombenschacht raus. Ja, Kate, was hast du jetzt als Filmrätsel? Da haben die Leute dann viel aufpassen. Zeit, um das zu raten. Das oh Mann. Also, gut aufpassen. Ich habe mir was richtig Gutes ausgesucht. Also, 4 Jugendliche beobachten, wie ihr Nachbar nachts mit einer Leiche tanzt. Sie gehen der Sache nach und steigen bei ihm ein. Als dieser die Jugendlichen entdeckt, tötet er einen von ihnen. Oh. Okay. Sag, hat es was mit den Muppets zu tun? Es ist ein sehr guter Film. Ist es Zeichentrick? Nein. Okay. Es ist auch nicht die Muppets. Aber so ähnlich. Spielt Shah Rukh Khan mit? Oder Till Schweiger? Es ist okay. Chiller, du hast es erraten. Es ist Ostwind 4. Nick Chiller. Das T ist stumm. Ich habe dann auch noch einen. Die Überschrift lautet, der Kannibale. Die Familienmitglieder werden nicht aufgegessen, sagt der Vater, um ein Massaker abzuwenden. So, das ist das Rätsel. Mehr Tipps gebe ich jetzt nicht. Es handelt sich aber auch um einen relativ bekannten Film. Also, ist das ein Zitat von dem Vater? Das kommt mir bekannt vor. Das ist ein Zitat aus dem Film. Die Familienmitglieder werden nicht aufgegessen. Sagt der Vater. Oh, ich weiß es! Um einen Massaker zu wenden. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Na dann, aber du darfst nicht mitraten. Nein, oh Mann. Du kannst dann höchstens am Tag vor der Aufnahme, wenn es noch keiner rausgekriegt hat, darfst du dann mal schreiben. So, ich bin gespannt, wer das rauskriegt jetzt über die nächsten Wochen. Und können wir, wenn der Chris einmal da ist, kann ich gleich mal fragen, wie sieht es so eishockeymäßig aus, Podcast und so? Geht da alles noch? Oh ja, wir sind dann. Ja, wir haben ja da offiziell die Sommerpause beendet, aber haben dann direkt wieder Sommerpause gemacht, gefühlt. Weil, wie gesagt, ich einfach zu relativ gar nichts kam. Und ich denke, wir werden jetzt demnächst wieder damit größer einsteigen wieder. Okay. Also aktuell ist alles ein bisschen dünn. Also folgt da mal oder geht mal auf pausentee.net und folgt da auf Twitter, dann kriegt ihr immer die neuesten Nachrichten und auf Facebook Pausentee.
dann wisst ihr Bescheid mit Eishockey, wie es da vorwärts geht. Genau. Okay, ich guck mal noch, was in der letzten Woche hier bei Amazon bestellt worden ist. Ach, die haben das schon wieder umgestellt, diese Oberfläche. Ganz furchtbar. Jetzt muss ich mich wieder hier... Irgendwie so alle paar Wochen drehen die hier irgendwas an dieser Oberfläche. So, letzte 7 Tage, hier ist es. Also, für die, die es nicht wissen, auf kinocast.net gibt es da so diverse sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr da irgendwie auf so ein DVD-Cover oder sowas draufklickt, kommt ihr dann irgendwann bei Amazon raus. Und wenn ihr es dann bestellt, dann kriegt der Kinocast eine kleine Provision und euch kostet das nichts, nicht mehr. Das heißt, wenn ihr sowieso irgendwas bestellen wolltet bei Amazon, nutzt doch einfach diese Affiliate-Links, da haben wir da ein bisschen was davon und können ja so Serverkosten und sowas. Da kam jetzt gerade wieder die Rechnung übrigens. Oh, die kommt immer einmal jährlich. Ende Juli. Eieiei. Das ist echt nicht ohne. Also, da sind diese. Ist es noch nicht refinanziert über Amazon, nein? Nee. Zumal wir ja auch alle Folgen, alle 400 noch was, knipselang, 481 Folgen ja auch zum Download weiterhin bereitstellen für die, die manchmal noch irgendwie eine alte Folge. Ich sehe es ja immer, dass doch viele ab und zu mal noch irgendwie eine alte Folge reinhören, weil da um irgendeinen Film gesprochen oder über irgendeinen Film gesprochen wird, der sie vielleicht interessiert. Deswegen, ja. Aber gut, Amazon, also vielen Dank an den oder die, die folgende Sachen bestellt haben. Ein Full HD Mini DisplayPort zu HDMI Adapter, eine Maxtor M3, 1 Terabyte externe 2,5 Zoll Festplatte, ein LG BE16, lange Nummer jetzt einfügen, External Blu-ray DVD Writer. Und was ist das? Otto Simon Gigant 6 Füße lang. Hä? Ach, ein, das ist ja lustig, ein riesengroßes Pizzastück zum Aufpusten, quasi als Luftmatratze für einen Pool oder sowas. Das sieht ja cool aus. Pizza, das Leben ist, ne? 6 Füße lang. Floating Pizza Slice. 6 Feet. Bitte? 6 Feet. Nee, Six es steht, Feet. Nee, es steht hier auf Deutsch. Also ich lese hier ja, vor. Ja, das ist bestimmt falsch übersetzt. Otto sechs Simon, Füße 6 Füße lang, Floating Pizza Slice. Also, ja, hat wahrscheinlich irgendein Chinese übersetzt oder so mit Google Translator. Das kann natürlich sein. Ich habe dir mal den Link geschickt. Kate, kannst du das Pizzastück? Und Pokémon Go Plus hat jemand bestellt, weil ich habe letzte Woche nämlich mal den Link geteilt. Ja, gab es nämlich für kurze Zeit dieses Pokémon Go Plus, also dieses kleine Signalisierungsteil, was man sich an den Arm machen kann, gab es nämlich im Angebot bei Amazon für 19,99 €. Und das hat hier jemand offensichtlich bestellt auf Basis meiner Empfehlung. Ich habe es mir selber auch bestellt. Chris, hast du das auch eigentlich? Nee. So, das wundert mich jetzt ein bisschen. Nee, nicht übertreiben. Also. Das ist echt cool, weil du brauchst dein Handy nicht rausholen. Das Ding vibriert und blinkert und dann drückst du einfach drauf und dann fängst du das Pokémon. Aha. Da brauchst du nicht mehr so auf dem Bildschirm so rumwischen, weißt du? Praktisch. Nee. Naja. Okay. Ansonsten, ja, wer uns in der Sommerpause vermisst, kann ja zum Beispiel, wie gesagt, beim Pausentee mal reinhören, auf der Webseite gucken oder uns E-Mails schreiben. Zum Beispiel kate@kinocast.net oder chris@kinocast.net oder meine Wenigkeit eric@kinocast.net. Auf Twitter kann man uns folgen. Da findet ihr die Twitter-Handles immer mit in dem Beitrag mit drin. Also meiner ist relativ einfach, Kinocast, aber bei Kate ist er @kate_die_katze, glaube ich, ne? Oder? Ja. Und mein Chris ist @coyote_22. Hast du ihn damals angelegt, als du 22 Jahre alt warst? Oder? Nee, das ist eigentlich schon von jeher mein Gamertag irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay. Oder irgendeine Rückennummer von irgendjemand, den du gut fandest? Nee. Ja, meine. Ach, deine eigene. In der Tat, meine eigene auch, ja. Okay. Ja, also folgt uns da. Instagram auch. Also ich wäre bestimmt aus dem Urlaub ein bisschen Instagrammen. Mal gucken. Und ich bin ja dann auch mit meiner Tochter auf der Gamescom, vielleicht wenn da irgendjemand ist. Wir sind an den ersten 2 Tagen sind wir da, am Fachbesuchertag und am ersten normalen Besuchertag. Und da könnt ihr mich dann auch irgendwie auf Twitter erreichen, wenn irgendwas sein sollte, muss ich mal treffen soll oder so. Okay, was macht ihr so? Fahrt ihr weg irgendwie? Nö. Wir kriegen Besuch aus Korea. Urlaub auf Balkonien, ihr habt ja jetzt so einen schönen Balkon, habe ich gesehen.
Eben. Genau, und ansonsten, wir sind ja hier in so einer Metropole, hier kann man ja so viel unternehmen. Eben, ich habe so viel Filme zum Nachholen und alles. Stimmt. Ozark, die Serie. Ich glaube, es könnte dir gefallen. Ja, ich muss auch noch The Ranch gucken und bliblablub, also ganz arg viel. The Ranch ist aber eher lustig. Ja, aber das fand ich ja schon ja. immer ganz gut, deswegen. Genau, ja, da kannst du viel nachholen, ja. Eben. Jo, dann, liebe Hörer, wir hören uns dann in alter Frische dann Anfang September, schätze ich mal wieder. Vielleicht klappt es ja auch schon irgendwie eher. Mal gucken, dann melden wir uns dann. Halte den Feed auf jeden Fall abonniert. Und vielen Dank fürs Mitmachen, Kate, Chris. Alles Gute euch. Schönen Sommer. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Ich bin Inspektor Kildare von Scotland Yard. Ich ermittle in einer Serie von Todesfällen, bekannt als die Limehouse-Golem-Morde. Am Radcliffe Highway hat er einen ganzen Haushalt abgeschlachtet, die Woche zuvor eine Prostituierte. Inspektor Kildare, ich habe da vielleicht eine Augenzeugin in Limehouse. Ich kann nicht sagen, was ich weiß. Bitte helfen Sie mir. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nichts zustoßen. Wer war am 24. September hier? An diesem Tag waren es 4 Männer. In der Zeitung stand, das sei Ihr erster Mordfall. Scotland Yard will mich zum Sündenbock machen. Die Öffentlichkeit will Blut. Der Golem beschafft es. Derjenige, der zusieht, vergießt nicht minder Blut als der, der den Hieb ausführt. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor der Golem gefasst wird? Du bewahrst mein Geheimnis und ich bewahre deins. Der Golem ist noch nicht gefasst. Meine Zeit zu vergeuden kann Menschenleben kosten. Ich glaube, der Golem verfolgt mich. Ich werde das verhindern. Das garantiere ich. Wir tragen alle eine Maske. Oder nicht? Hier sind wir wieder!